Hi, ihr wollt wissen, wie man gutes Futter herstellen kann für eure Tiere? Das ist ganz einfach. Ich bin leider nicht so gut beim Kochen, aber meine Nichte Sammy ist besser als ich und die ist schon höher als Lehrlingsstufe 1 und das brauchen wir mindestens. Ja, dann passt mal gut auf, dann könnt ihr noch was lernen. Viel Spaß beim Schauen. So, als allererstes braucht ihr mal Mehl. Das macht ihr entweder aus Kartoffeln, Süßkartoffeln, Weizen, Gerste oder Mais. Davon braucht ihr insgesamt 4 Stück, also 4-mal Mehl, egal welche Sorte. So, da sind sie auch schon fertig, die ziehen wir mal hier runter, ja. So, dann legt sie jetzt mal los mit dem Kochen. Also wie gesagt, ihr braucht 4-mal Mehl. Tun wir gleich mal rein. Dann braucht ihr 6 Fleisch, egal welches Fleisch. Dann 3-mal Mineralwasser. Und zu guter Letzt 1-mal Fisch. Da könnt ihr auch getrockneten Fisch nehmen, das macht ihr einfach. Ihr angelt, trocknet den Fisch und fertig aus und dann ist er länger haltbar. So, jetzt seht ihr gleich, wir haben die richtigen Zutaten drin und es kommt gutes Futter raus. Das seht ihr auch schon, das Futter sättigt 40 Punkte. Ist natürlich viel, viel besser als das Billigfutter vom Stallwart. Der alte Gauner. Jetzt werde ich euch noch zeigen, wie ihr eure Tiere überhaupt füttern könnt, ne? Dazu geht ihr erstmal oben links auf die Pfote. Das seht ihr auch schon, mein Hansi ist draußen. Jetzt klicke ich einfach rechtsklick auf das Futter und zack, er ist gefüttert worden. Oh, jetzt verhungert er wenigstens nicht mehr, der Arme. Der kriegt ja sonst nie was zu essen. So, danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Bruder Alf.